Hallo zusammen, heute schildere ich euch einmal mein Problem mit meiner Internetgeschwindigkeit. Und zwar habe ich eine 100.000er Leitung bei Kabel Deutschland. Ja, werdet ihr jetzt sagen, da gibt es ganz oft Probleme, aber dieses Mal muss ich euch sagen, es liegt nicht an Kabel Deutschland. Bei mir kamen immer nur 16.000 an, anstatt 100.000. Das ist ein krasser Unterschied. Ja, ich habe jetzt nur begonnen, erst einmal an der Wurzel alles anzupacken, das Kompalgerät CH7466CE. Da habe ich mir mal alles genau angeschaut. Es steht auch im Bridge-Modus, weil ich einen Linksys-Smart-Wi-Fi-Router hinter diesem Gerät hängen habe. Ja, und habe dann festgestellt, dass bei dem Kompalgerät die 100.000 reingehen und auch rausgehen. So, das Gerät, das funktioniert jetzt, die Leitung von Kabel Deutschland funktioniert auch. Ja, wieso bekomme ich jetzt nur 16.000 an meinem PC oder Notebook? Egal, ob ich es mit Kabel oder mit WLAN angeschlossen habe. Ja, und das war so eine lange Sucherei, bis ich auf den Fehler gestoßen bin. Und der liegt in meinem Linksys-Router. Ihr müsst euch da einmal in der Benutzeroberfläche über die 192.168.1.1 aufrufen könnt, einloggen. Und jetzt ist es ganz, ganz einfach. Wenn man den Fehler kennt, dann kann man ihn in ein paar Klicks beseitigen. Und ich habe hier Tage gebraucht, um danach zu suchen. Und dachte schon, dass Kabel Deutschlands schuld ist. Aber nein, dieses Mal nicht. So, mein Gerät ist der WRT 1900 ACS. Das ist eigentlich ein gutes Gerät. Ich habe mir extra dieses Gerät ausgesucht, weil ich da einige Tests im Internet gelesen habe und dachte, okay, das nehme ich mir jetzt, das ist gut. Ja, und der Fehler liegt tatsächlich an diesem Gerät, dass ich nur eine 16.000er Leitung habe. Und zwar in der Medienpriorisierung. Soweit denkt kein Mensch. Man klickt auf die Medienpriorisierung. Ja, und hier hat man halt normale Prioritäten oder hohe Prioritäten stehen, wie ihr sehen könnt. Da kann erstmal kein Mensch viel mit anfangen. Okay, und ich klicke jetzt einfach mal hier auf Einstellungen. Dort im Downstream Bandbreite stand bei mir 17.000 Kilobits drin. Ja, und dieses habe ich jetzt auf einfach auf 120.000 erhöht. Meine Leitung ist eine 100.000er. Und damit war das Problem erledigt, gelöst. Jetzt habe ich vollen Downstream. Es funktioniert alles. Und wie soll ich sagen, ich bin happy. Und diese Sucherei, bis ich das gefunden habe, das hat ewig gedauert. Ich weiß noch nicht, wieso Linksys so ein Quatsch macht, in so eine Einstellung hier einbaut, da so eine geringe Zahl reinsetzt. Das habe ich nicht gemacht. Das war von Anfang an schon drin, diese 17.000. Und man selber dann erstmal ewig rumsuchen muss. Das ist echt ärgerlich. Jetzt habe ich hier monatelang mit dieser geringen Geschwindigkeit gesurft und habe gedacht, Scheiße, was ist denn das jetzt? Zahlst du für 100.000, bekommst nur 16, 17.000 rein. Ja, halt hier die Zahl ändern. Je nachdem, was ihr für eine Geschwindigkeit habt, ihr könnt da eure 50.000 reinschreiben, wenn ihr eine 50.000er Leitung habt. Auf OK. Ja, und die Sache ist gegessen. Ja, und das war's auch schon. Das war jetzt die einfachste Lösung der Welt, wenn man weiß, wo man das einstellt. Ja, und jeder, der ein ähnliches Gerät hat, ein Linksys stellt ja auch andere Geräte mit der gleichen Benutzeroberfläche her und eventuell mit dem gleichen Problem, der kann ganz einfach die Einstellungen in dieser Medienpriorisierung ändern. Ja, ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen mit meinem Video und dann bis zum nächsten Mal und ciao.